Ja, Frau Stadtvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Sie haben jetzt an dieser Stelle vor, einen grünen Bereich zu bebauen in der Nähe, also in Harleshausen, in dem Stadtteil, in dem ich auch lebe. Und ich könnte ganz flapsig sein, damit machen Sie die gewonnene Entsiegelung und die gewonnenen Bäume, die Sie gerade beim Pferdemarkt zu Recht gelobt haben, um ein Mehrfaches zunichte. Also vielleicht nicht um ein Hundertfaches, aber doch, es wird dort Fläche versiegelt werden, es werden dort bestehende Bäume, Obstbäume gefällt werden. Und das Ziel, das Sie hier benennen, ist, dass Wohnraum für junge Familien geschaffen werden soll. Einfamilienhäuser. Da komme ich gleich nochmal drauf. Bei den Anmerkungen, die von den Ämtern zu dem Bebauungsplan eingegangen sind, sind mehrere von Seiten der Umwelt- und Naturschutzbehörden, die sehr skeptisch diesem Plan gegenüberstehen. Die haben Sie alle sozusagen abgewiesen und nicht berücksichtigt. Das finde ich schade, weil es sieht so aus, als wenn es einfach so weitergehen würde mit der Bebauung von freien Flächen und auch mit dem Konzept von Wohnen in dieser Stadt. Ich wohne nicht weit von diesem geplanten Gebiet, in einem Wohngebiet mit lauter Reihenhäuschen, die Mitte der 70er oder Anfang bis Ende der 70er Jahre gebaut worden sind für junge Familien. Und damals haben dort bestimmt fast ausschließlich junge Familien gelebt. Heute leben dort fast ausschließlich Rentnerinnen und Rentner und in vielen dieser Einfamilienhäuser lebt nur noch eine Person. Jetzt kann man natürlich sagen, so what, das ist das Schicksal, die Zeit vergeht, aber jetzt wieder anzufangen, Häuser, Einfamilienhäuser für junge Familien zu bauen, bedeutet doch, dass man sozusagen immer wieder an diesem Punkt beginnt. Anstatt darüber nachzudenken, wie kriegen wir eine sinnvolle Organisation von veränderten Wohnbedürfnissen hin, die nicht davon ausgeht, dass man immer weiter baut. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Wir sind schon längst deutlich über den möglichen, also naturverträglichen Flächenversiegelungszahlen bundesweit, aber eben auch in Kassel. Deshalb sind wir nicht dafür, dass dieses Projekt so gemacht wird. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Also erstens ist auch da wieder diese Frage, wo sollen die Autos stehen? Da gibt es eine Straße weiter, Beispiele dafür, da sind jetzt so große Stadtvillen gebaut worden. Da stehen halt in der Straße, die bisher ruhig für Fußgänger und für Fahrradfahrer nutzbar war, jetzt total viele Autos einfach so abgestellt, weil eben diese Familien da nicht nur ein, sondern vielleicht zwei oder manchmal sogar drei Autos haben. Das wird ein zusätzliches, ungelöstes Problem sein. Und der letzte Punkt. Das ist eine Frage, die sich mir nicht erschlossen hat aus dem Bebauungsplan. Also Sie haben da ja so einen Tausch gemacht mit der Gärtnerei, mit dem Gärtnereibetrieb, was Flächen angeht. Und meine Frage ist, ob eigentlich der Grund und Boden der Stadt Kassel gehört. Und wenn ja, dann wäre ich der Meinung, gemeinsam mit meiner Fraktion, dass man diesen Grund und Boden nicht aus der Hand geben sollte. Denn auch das ist ein Problem von Stadtentwicklung und auch von klimagerechter Stadtentwicklung, dass eben die Städte viel zu wenig Möglichkeiten haben, über eigenen Grund und Boden und eigenen Besitz auch zu gestalten. Und selbst wenn es nur ein kleines Stück ist, sind wir doch der Meinung, die Stadt sollte das nicht aus der Hand geben. Danke. Herr Lang.